Goldie Roger lachte, als er sich auf der letzten Insel befand und sagte, er wünschte, er hätte zu der Zeit von Joy Boy gelebt. Jedoch zu der Zeit von Goldie Roger aß Monkey D. Ruffy die als Gummifrucht bekannte Hito Hito no Mi Modell Nika. Jahre später dann, als Ruffy gegen Kaido kämpft, erwacht die Nika-Teufelsfrucht und somit entsteht auch die Rückkehr vom lang erwarteten Joy Boy. Ruffys neue Form, das Gear 5, hat uns alle wirklich überrascht. Zu Beginn hatten viele Schwierigkeiten, die Fähigkeiten von Ruffy zu deuten, denn es ist teilweise wirklich absurd, was dieser Typ mit seiner Teufelsfrucht kann. Im Grunde beherrscht er nämlich alles. Er hat die absolute Freiheit und alles, was er sich vorstellt, passiert. Ja, wirklich, wirklich alles. Er könnte sich alles vorstellen und dies direkt umsetzen. Sei es den Boden in Gummi umwandeln oder sich in beliebige Formen verwandeln, die er sich gerade vorstellt und die ihm gerade von Nutzen wären. Und ich stelle mir gerade vor, wie du dieses Video likest und dein Abo dalässt, um diesen Kanal zu unterstützen. Sei auch ein Joyboy und lass uns diese One Piece Reise gemeinsam bestreiten. Ich bedanke mich für den Support in letzter Zeit, es bedeutet mir wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ruffy will zum Beginn des Kampfes mit seinem Gear 5 Kaido greifen und kann dank seiner Frucht diese Vorstellung auch direkt umsetzen. Seine Hand wird so groß, sodass Kaido wie ein Wurm in der Hand von Ruffy liegt. Danach will er Kaido hin und her schwingen und dafür braucht er natürlich Muskeln. Automatisch verwandelt er sich in eine muskulöse Ruffy-Form mit sehr merkwürdigen Armen und schleudert Bruder Kaido durch die Lüfte. Ich meine, er schaffte es sogar größer als die Riesen zu werden, weil er auf Kaido drauftreten wollte. Der riesige Kaido war auf einmal klein wie eine Schlange und ich glaube, viele realisieren gar nicht, wie krank brutal das ist, wie groß Ruffy da gewesen sein muss, dass Kaido schon so klein wirkt. Und das Absurde ist, das kann er auch mit der Umgebung und mit anderen Charakteren. Auch interessant ist, als Kaido sagte, dass es nun das Ende ist, erwiderte Ruffy, nein, das ist nicht das Ende und während er das sagt, wird er optisch immer älter und ausgeleierter. Auch wahrscheinlich, weil das Gerede oder der Gedanke von diesem Ende gerade Gesprächsthema war und Ruffy sich das vorgestellt hat, hat sich das automatisch auf sein Optisches und seine Form übertragen. Ruffy hat also die absolute Freiheit und kann sich in alles verwandeln, was ihm lieb ist, also eine echt überpowerte Fähigkeit. Und ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, es würde mich mal interessieren, wie habt ihr das wahrgenommen in dem Wano Kuni Arc? Habt ihr das dort wirklich direkt alles verstanden oder habt ihr überhaupt diese Realisation bekommen, okay, der Typ hat eigentlich die absolute Freiheit, im Grunde ist seine Frucht die Freiheitsfrucht und alles, was er sich vorstellt, kann theoretisch auch so passieren, wenn es denn mit seinen Fähigkeiten in Verbindung steht. Es ist schon wirklich absurd, aber irgendwie hat Oda es perfekt eingeführt. Eure Meinung würde mich sehr, sehr interessieren, weil viele haben das auch kritisiert und bis jetzt haben wir auch keine Nachteile bekommen, was das G5 angeht und dazu komme ich gleich, deswegen auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Was, wenn Ruffys Gedanken extrem negativ und durch Böses geführt werden? Auch Ruffy ist ein ganz normaler One Piece Charakter, der mal ausrasten könnte und mal eben mit Wut und Rachelust gefüllt wird. Und hierbei möchte ich besprechen, wie sehr seine Emotionen, seine Vorstellungen, Optisches und seine Kampffähigkeiten beeinflussen könnten. Und klar, Ruffy ist stärker, je mehr er lacht und das Image von Joy Boy also somit auch Gear 5 ist, dass er alle zum Lachen bringt. Seine Gegner lachen hier aber nicht und das darf man nicht vergessen. G5 ist nicht einfach nur ein Comedy-Aspekt. Kaido fand die Riesenfaust von Ruffy mal so gar nicht lustig. Also, das Image von Joy Boy muss nicht heißen, dass Ruffy niemals wütend werden kann im Gear 5. Sonst wäre das ja eine fatale Schwäche. Stellt euch vor, Ruffy ist im Kampf und man erledigt einen seiner Bande oder tut einem seiner Familie oder Freunde weh.
Heißt das, er fliegt dann aus dem Gear 5 wieder raus, weil er nicht mehr in dem Joyboy-Mood ist? Ich denke nicht. Ruffy kann meiner Meinung nach auch sauer werden im Gear 5 und es wäre doch cool, wenn das sogar ein Nachteil vom Gear 5 ist. Weil bis jetzt hat das Gear 5 uns kein einziges Nachteil oder Nachwirkung gezeigt, was sehr merkwürdig ist. Vielleicht besteht er beim Gear 5 die Gefahr, dass Ruffy durch die Freiheit, die er hat und die Fähigkeiten, alles was er denkt umzusetzen, die Kontrolle zu verlieren und sich oder seine Umgebung so manipuliert durch seine Emotionen und Böse verändert. Also einfach gesagt, wenn Ruffy mal einen Rage-Moment haben wird, was er sehr wahrscheinlich im Laufe der Story haben wird, dass er sich dann im Laufe der Geschichte nicht mehr so kontrolliert Sachen vorstellt und dann durch diese absolute Freiheit seine Kraft extrem missbraucht, was eigentlich schon sehr, sehr logisch ist und offensichtlich ist und fast schon keine Theorie, weil wenn Ruffy wirklich ausrastet und dabei das Gear 5 nutzt, er hat die absolute Freiheit um die Umgebung, um sich, um alles, dann wird er auf jeden Fall mit Formen ankommen, die uns überraschen werden, definitiv. Und ich habe auch einige Punkte, die das sogar befürworten, denn es muss mehr G5-Formen geben. Viele haben sich beschwert, dass das G5 sehr, sehr goofy dargestellt wurde, also fast schon ein Comedy-Aspekt war. Ja, man wartet so lange, oder besser gesagt, Oda hält das so lange geheim mit dieser Frucht und am Ende ist das dann ein Comedy-Aspekt, ein Tom und Jerry-Kampf. Viele fanden das nice, viele haben es aber auch kritisiert und ich finde, diese Nachwirkung oder das ist der Nachteil von G5, von dem wir sprechen, dass Ruffy die Kontrolle verlieren könnte und die absolute Freiheit dann somit missbraucht. Das wäre doch mal extrem cool, auch das zu sehen, was sich viele andere Zuschauer wünschen, weil viele haben sich ja diese Form von Ruffy gewünscht, wo er extrem sauer ist im Rage-Modus, halt der typische Shonen-Anime. Das haben sich viele gewünscht und auch ich habe mir eine sehr, sehr epische, coole, böse Form von Ruffy gewünscht. Und das wäre hier erfüllt und somit wäre jeder One Piece-Fan wirklich zufrieden. Außerdem, wie erwähnt, hat das Gear 5 absolut keine Nachwirkungen oder Nachteile, was schon sehr merkwürdig ist. Natürlich reizt das wahrscheinlich den Körper, weil es das Erwachen ist, aber trotzdem hat es sonst keinen einzigen Nachteil, was bei Gear 2 nicht so war am Anfang, bei Gear 3 nicht so war und auch bei Gear 4 nicht so war, aber jetzt bei der stärksten, absurdesten Fähigkeit Gear 5 soll das Gear 5 angeblich keine Nachwirkung haben. Das ergibt für mich keinen Sinn. Denn große Macht heißt auch großes Risiko. Also mit so einer Riesenmacht sollte auf jeden Fall auch großes Risiko sein, große Verantwortung, wie wir von Spider-Man gelernt haben. Also warum sollte Ruffy hier keine große Verantwortung oder kein großes Risiko haben, diese Macht zu nutzen? Deswegen denke ich umso mehr, auf jeden Fall ist es schwerer zu beherrschen, weil diese Macht einfach so absurd ist. Außerdem wäre es auch wichtig für die Charakterentwicklung von Ruffy, weil er somit sich selber zähmen müsste. Ruffy ist an sich immer ein Charakter gewesen, der sich sehr gut unter Kontrolle hatte und auch seine Emotionen, abgesehen natürlich von nach Marineford, aber das wäre eine perfekte Möglichkeit, wo Ruffy sich emotional nochmal weiterentwickeln muss. Irgendwie hoffe ich auch, dass das Ganze passiert, weil dann hätten wir wirklich eine absolute bösartige Gear 5 Form, die ich sehr gerne sehen würde. Vielleicht wird es auch gar nicht in dem extremen Maß passieren, dass Ruffy die absolute Kontrolle verliert, aber wie gesagt, es ist doch ganz logisch, dass wenn er emotionsmäßig nicht auf richtigem Maß ist oder nicht auf dem Stand ist, auf dem er sein sollte, dann wird er die absolute Freiheit auf jeden Fall auch intensiver nutzen. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, dann werden wir darüber diskutieren. Ein Like und ein Abo würde mich wirklich extrem freuen. Das war's von mir. Peace out, euer Kanister.